Und somit, meine lieben Freunde, willkommen zurück nochmal zu Let's Play Dying Light The Following. Die wahrscheinlich jetzt letzte Folge endlich mal. Und zwar zeige ich euch heute nochmal ein Easter Egg von diesem grandiosen Game. Und zwar befindet sich das Easter Egg genau da. Da ist eine Insel und da gibt es zwei Bosse, die es zu töten gilt. Und das ist auch aus einem Easter Egg, nämlich von David und Goliath. Goliath, also David und Goliath heißen die, glaub. Ich weiß es nicht genau, aus welchem Film die sind. Aber auf jeden Fall wird sich der ein oder andere bestimmt daran erinnern können. Oder weiß, was das für zwei Personen sind da. Und das sind, wie gesagt, zwei Bosse, da kann man noch einiges abstauben. Und das gilt es heute einfach mal... Kann ich da nicht hoch irgendwie? Das gilt es heute einfach mal zu schaffen. Und ich bin gespannt, wie stark die sind. Ich hoffe, wir werden das locker flockig von der Hüfte einfach mal kurz regeln, weißt du? Also aus der Hüfte aus quasi. Und mal gucken, was die so drauf haben. Einer soll halt groß sein und der andere eher so klein und ein bisschen flinker. Ja, waffentechnisch haben wir natürlich nur Fernkampfwaffen eigentlich. Aber... wir werden das Pferd schon irgendwie schaukeln, ne? Easy. Und dass ich diese Insel nicht schon länger entdeckt habe, das ist mir echt noch ein Rätsel. In der Nähe soll es, by the way, noch was geben, aber das suche ich dann nach dem Fight hier. Aber vielleicht sieht man das hier direkt? Nee, ne? Hier soll es in der Nähe auch noch was geben. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter draußen, nach der Insel oder so. Ich muss noch mal gucken, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, wir nähern uns zur Insel und... fighten gleich, Mann. Ich bin gespannt. Oder sind sie? Guck mal an. David. Und Goliath. David und Goliath. Das ist ja schön. Alter, wie tief kann man denn hier runtertauchen, Mann? Übelst die Insel, ne? Oh, die Musik wird schon ein bisschen wieder hektischer, ne? So, die Frage ist jetzt... wie kommen wir am besten darauf? Ohne, dass sie uns direkt halt hart überraschen. Ich glaube hier, ne? Okay, hey, doch jetzt. Okay, wie können wir hier vorgehen? War das... ist er schon tot oder was? Ich weiß es nicht. Okay, oh, der hält einiges aus, Mann. Alter, 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 Alter. Ist der eine schon runter? Ist der eine tot? Kann das sein, dass der jetzt runtergefallen ist und tot ist? Würde mich eigentlich nicht verwundern, denn die sterben ja im Wasser. Irgendwie. Liegt da irgendwo eine Leiche? Nee, ne? Scheiße, Mann, wo ist denn jetzt hin? Das soll mich jetzt nicht jucken. Wir müssen erstmal dieses große Fieder killen. Und ich weiß auch gar nicht, was der für Special Moves hat. Bisher konnte er nur schlagen. Wenn er nicht spucken kann, würde ich behaupten, dass wir uns mal erstmal dahin teleportieren. Oh, fuck. Wir können uns nicht dahin teleportieren. Spring da hoch, Mann. What the heck? Das geht nicht, oder was? Scheiße, das geht nicht. Der ist echt gut, der Typ. Okay, das bringt anscheinend nix. Okay, Leute, da müssen wir härtere Geschütze auffahren. Ah, das ist ja echt... Der ist stärker, als ich dachte, der Typ, ey. Haben wir noch irgendwas anderes? Zum Beispiel Wurfmesser. Wir haben keine. Können wir denn noch Granaten herstellen? Das wäre echt noch geil. Ja, Mollys oder so. Ich weiß nicht, was seine Schwachstelle ist. Hier haben wir noch ein paar Granaten. Die sind ganz geil. Machen wir vielleicht mal die und noch Mollys. Mal gucken, ob das seine Schwachstelle ist. Ein bisschen Feuer. Mal gucken. Mal nehmen wir das mal auswählen.
gegen den Knopf und die Mollys nehmen wir doch einfach gegen die Axt. Okay. Ja, lass mich erstmal kurz hier. Ja, der lässt sich halt nicht so leicht. Ach, fuck, Mann. Der lässt sich nicht so leicht anloggen, ne? Was macht denn der jetzt? Ist der doof? Oh, das bringt da gar nichts, ey. Mollys? Ah. Auch nicht wirklich, ne? Er trifft. Das Ding ist, er trifft halt immer. Oh, come on, hat der Maul jetzt, ey. Ist echt gut. Okay, versuchen wir es mal mit der Machete. Klemmt er jetzt fest, oder was? Okay, ganz ruhig, Mann. Wir schaffen das schon irgendwie, Leute. Irgendwie werden wir das schon... Autsch. Fuck. Schaukeln. Die Musik macht mich weiterhin ganz kirre. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber... Mich macht die ein bisschen... Ah, weiß nicht. Kann er vielleicht auch hier runterspringen? Kann ich ja runter? Ja, natürlich, ich glaube, wenn es nicht geht, wenn das geht, ne? Das macht ihm wenigstens ein bisschen Schaden hier. Na, ja, es macht ganz gut Damage mit der Waffe. Okay, den letzten Move würde ich sagen, machen wir mit einem Schwert. Jetzt komm mal her, Goliath. Etwa? Sie haben gelernt, Dezimierer herzustellen. Belohnung erhalten. Ja, hammer nice. Das war also jetzt David und Goliath. Hier gibt es noch eine Lackierung. Ansonsten, gibt es hier, denke ich mal, zu weit. Oh, leck mich am Arsch, ey. So, sorry, ich bin auch so gerade. Aber, war ein bisschen anstrengend. So. Gut, Leute, das war erstmal David und Goliath. Und das nächste soll irgendwo hier sein. Oh, hier sieht man gar nichts, ey. Ist es das hier schon, ne? Es müsste eigentlich irgendwo hier sein. Ah, ist halt schwer zu finden unter Wasser, ne? Vor allem, weil man nicht so schnell ist. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Ich will halt nicht spoilern, falls ich jetzt gleich finde. Aber es müsste eigentlich... Scheiße, muss kurz auftauchen. So, warte mal, Leute. So, come on. Ja, ein bisschen Luft holen hier. Wie tief ist denn das, ey? Okay, nice. Warte mal, wir sind jetzt hier... Ich glaube, es ist weiter da lang, nach links ein bisschen. Eieiei. Ich glaube, es leuchtet auch ein bisschen, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Oder gibt es das gar nicht? Weiß ich, es ist echt, keine Ahnung. Also eigentlich müsste hier irgendwo noch das UFO sein, was wir gesehen haben. Hier in der Nähe vor, also zumindest. Aber ich weiß halt jetzt nicht genau, wo das sein soll, ne? Ich meine, wir sind jetzt hier. Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, Leute. Gut, weiß ich. Ich gucke hier noch ein bisschen rum. Sonst mit euch kurz. Und falls wir hier nichts finden, würde ich sagen, dass Dying Light The Following hiermit einfach mal abgeschlossen wäre. Es gibt, glaube ich, noch andere Easter Eggs, aber die sind nicht so
wie soll ich sagen, nicht so umfangreich. Aber ich werde mir auf jeden Fall das andere DLC von Dying Light noch angucken. Die Butzgurt-Horde. Und werde dann dementsprechend auch bald hochladen. Na, kein Thema. Es ist, ich muss Dying Light spielen, Leute. Es ist eine Sucht. Das Game ist eine reine Sucht. Und wir sind hier unter Wasser und entspannen uns gerade ein bisschen mit dieser ruhigen Umgebung hier. Die schönen Sonnenstrahlen scheinen rein. Und wir haben fast keine Luft mehr. Und müssen erstmal Sauerstoff tanken. So. Okay, aber anscheinend, also ich sehe jetzt nichts irgendwie. Ist hier, ja, nichts mehr. Also keine Ahnung. Ich finde es nicht. Ich bin verplant, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber macht ja nichts. Es ist einfach so, dass es, das ist halt das UFO dann, was wir gesehen haben bei dem Event. Und ich dachte, das wäre eher hier, ne? Naja, das UFO wäre halt hier noch vom Event. Und da könnten wir den Entwurf rausholen. Und dann quasi die Muni herstellen für diese Alien-Waffe. Ah, ich weiß nicht, ich brauche es nicht unbedingt. Geh da rauf, bitte. Geh, Junge, was? Der hält sich halt auch nicht fest, ne? Der klettert doch da rauf. Was ist los mit ihm? Ich check den Typen nicht, ne? Kann man da nicht rauf, oder was? Eieiei, schlimm. Naja, gut, Leute. Das war... Ach, hat dich eigentlich jemand gefragt da hinten? So. Die Sonne geht unter. Ich würde sagen, das war's erstmal von Dying Light The Following. Lass mir doch eine Bewertung da. Und... Ja, wow. Abgeschlossen. Cool. Ich freue mich aufs DLC, aufs Kleine. Und ja, wow. Ich muss mich jetzt echt trennen von dem Game, ne? Fällt mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Denn ich habe hier doch schon einige Stunden verbracht mit euch und weiß nicht, es ist... Ich hoffe, es kommt bald ein zweiter Teil raus, beziehungsweise dritter. Ich weiß nicht, ich will es nicht beenden irgendwie. Ja, nee. Gut, lasst noch eine Bewertung da und schreibt gerne einen Kommentar, wie ihr das Projekt fandet und was ihr in Zukunft vielleicht für Projekte sehen wollt. Ich bin da offen und sagt einfach mal, jo, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Luzi und macht's gut.